begrüßt. In der Adventszeit begleiten uns viele verschiedene Heilige, ganz besonders der heilige Nikolaus. Deshalb war ich in der letzten Woche oft als Nikolaus unterwegs für Schul- und Kindergartengottesdienste. Und die Kinder haben, glaube ich, viel davon verstanden. Nicht nur, dass der Bischof Nikolaus wirklich gelebt hat, sondern dass wir, wenn wir die alten Geschichten über ihn heute hören, sie uns auch heute noch was über unser Leben zu sagen haben. Denn der Nikolaus hat die Sorgen und die Nöte der Menschen gesehen. Er hat Leid wahrgenommen und hat dann versucht zu helfen und das Leid zu lindern. Daran können wir uns auch heute ein Beispiel nehmen. Versuchen wir doch in der nächsten Woche einfach Leid wahrzunehmen, ob es offensichtlich ist oder versteckt, und dann zu helfen. Und wenn wir das tun, dann brennt Weihnachten nicht nur der Baum, sondern dann strahlen auch wir wirklich etwas aus davon. In diesem Sinne, euch allen eine schöne, besinnliche zweite Adventswoche.